Ihr habt ja wirklich den Schlausten gegen mich genommen. Die kennen mich hier schon ein bisschen länger, die wissen, dass ich nicht so klug bin. Aber was zählt denn als Fußballbegriff? Einmal auch sowas wie Drehglatsch oder nur Latte oder... Drehglatsch. Und wir haben uns hier zusammengefunden, Tom und ich, und wir werden Stadt, Land, FAD spielen. Boah, gut gemacht. Stadt und Land. Fußballbegriffe. Ausreden. Da fehlt ein um nicht ins Training zu kommen an die Redaktion. Und dann haben wir noch? Dinge, die man in der Kabine findet. Fang du an, oder? Ach so. Du darfst als erstes A sagen, ich sag Stopp. Okay. A. Stopp. K. K. Stopp. Ich hab auch. Was hast du bei Stadt? Köln. Kapstadt. Land. Kolumbien. Kirgistan. Ja, aber das. Verdammt. Ich brauch keine extra. Nee. Nein, nein, mir ist anders angefangen. Fußballbegriffe. Klatsch. Ja, ich hab die Kippe. Was ist denn das? Ja, Abschlag vom Torwart, die Kippe. Hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist eine das Kippe? Das kennt ihr, oder? Was? Was ist denn eine Kippe? Also ich kenne eine Kippe, eine Zigarette, aber mehr nicht. Ja, das habe ich später auch noch. Aber die Kippe, das kennt doch die Torhüter. Das sagt man das nur in Bayern. Alter. Die Österreicher werden es kennen. Danke, Robin, war später. Ja, mach mal die Zähne in Klammern. Die rufen wir gleich mach an. Mach mal 10, aber sollen die Fans entscheiden. Also Kippe. Ja, Klatsch lassen wir auch zählen, haben wir gesagt vorher. Ne? Ausreden, nicht ins Training zu kommen. Krank. Ja, ich habe Krankheit. Dinge, die man in der Kabine findet. Sag jetzt nicht Kippe. Ich hab Kippen. Ich hab eine Kugel. Eine Kugel? Aber was denn für eine Kugel? Ja, Interpretation ist frei. Eine Kugel. Eine Kugel? Hast du nicht mal eine Kugel in unserer Kabine gesehen? Oder egal welche Kabine? Weißt du, eine Kugel ist für mich so was. Billardkugel, sowas in die Richtung. Ja. Ja, gibt's sowas bei unserer Kabine? In meinem damaligen Verein gab's das, ja. Ja, weiß nicht. Hast du wirklich schon mal Kippen in der Kabine gesehen? Ja, was ist das für eine Frage? Ja, wir hatten schon die ein oder anderen Raucher bei uns in der Mannschaft, so ist es nicht. Komm, aktuell natürlich nicht. Wir machen es so. Ja. Du kriegst jetzt 20, dafür kriege ich bei Fußballgriff 20. Also Kippe ist Wahnsinn. Ja. Ja, komm, dann machen wir das so, aber ich frage Robin nachher. Nächste Runde. A. Stopp. P. Was? B. Ich habe P verstanden. Stopp. Aber wenn ich angefangen habe zu schreiben? Ja, schreib nach 10. Okay. Da war mal lang geschrieben. Ich hab angefangen. Okay. Aber jetzt mal ernsthaft, wie schnell ging das gerade bei dir? Stadt? Berlin. Brüssel? Bolivien? Du suchst immer. Belgien. Ja. Dann haben wir wahrscheinlich beide Ball. Mhm. Okay, der Scheiß ist mal da. Dann habe ich beten. Ist das eine Ausrede? Beten, also an Weihnachten oder an. Kommen wir dann nicht zum Training? Ein paar Moslems, die dann auch nicht ins Training kommen, wenn sie irgendwas haben. Ich habe Brustmuskelverletzung. Ja, das ist auch gut. Deswegen hat es so lange gedauert. Ich schwör's, deswegen hat es so lange gedauert. Ja, hättest du auch Bizeps mal schreiben können. Bizepsfaserriss. Ja. Ja, wieder unentschieden. Und Ball haben wir beide 5, ne? A. Stopp. Wispe. Ich hab's mal. Ja, jetzt müssen wir nochmal neu machen. Mach nochmal von A. A. Stopp. S. S. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Stopp. Brutal. Stadt. Schwerin. Hab ich auch? Was? Was? Mir ist nichts anderes eingefallen. Ja, Land Schweiz haben wir schon beide. Fußballgriff, der Schuss. Stark. Hast du nix? Nein. Ist schön. Oh, aus dem nächsten Training zu kommen, habe ich Schlaganfall. Boah, ist das fies. Boah, das muss Minuspunkte geben, aber okay. Schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Also, du kriegst gleich wieder 20, komm. Ich glaube, mit dem Schlaganfall kann man wirklich ins Training kommen. Ja, aber ey, das... Trainer, ich habe heute schlecht geschlafen. Ja,
stimmt, das ist schon Quatsch. Aber ey, das, was du gesagt hast. Schlaganfall. Kann man auf jeden Fall nicht kommen. Ja. Boah, ist hart. Ja, okay, mach ich null. Dinge, die man in der Kabine findet. Einen Schuh. Schön. Schön. Gut. Danke. Bist du soweit? Mhm. A. Stopp. P. Oh Gott. Ich mach. Stopp. Mein Gott, habe ich keine Stadt gefunden. Stadt? Prag. Habe ich auch. Jetzt bin ich mal auf dein Land gespannt wieder. Polen. Ah, okay, gut. Portugal. Gut. Fußballbegriff. Prallen lassen. Ist okay. Ist okay. Ich habe es einfach genommen. Pass. Ja. Dann Ausrede. Ich habe Pollenallergie. Ja, ich auch. Echt? Was? Das glaube ich nicht. Ja, hast du eine Pollenallergie? Nee. Ja, ich habe eine und es ist schon vorgekommen. Ich bin ins Training gekommen. Ja. Krass. Dinge, die man in der Kabine findet. Eine Pumpe. Ja, ist gut. Ich habe Pokerkarten. Ja, okay, dadurch, dass wir spielen, zähle ich. Junge, du hast nur eine Runde gewonnen bis jetzt. Die hat vielleicht gereicht, wer weiß. Die reicht. A. Stopp. J. J. Ach, eieiei. Scheiße. Ah. Boah. Stopp. Stopp. Stadt. Jerusalem. Hab ich auch. Ey, das ist geisteskrank. Gibt's noch eine andere? J. Johannesburg. Ja. Ah, das wäre für die. Gibt bestimmt noch das wäre für die ganz Gebildeten. Land. Japan. Jordanien. Da lacht er. Fußballbegriffe. Jagen. Ist okay. Meins bin ich nicht so sicher. Ich habe Jahresabschlussfeuer. Ja, komm, wir lachen alle, das schreiben wir raus. Gib mir die 20. Die Ausrede. Also sag du erstmal. Jahresabschlussversammlung meines Aktienunternehmens. Gibt der Trainer frei? Ich hab. Einer muss den Jagdschein machen. Okay, sind wir beide schlecht. Ja, komm, beides schlecht. Beide beide ja, keine Ahnung, mir fällt da nichts ein mit J. Ja, da habe ich eine Jacke. Ja, ich auch. Wir müssen jetzt zusammenzählen, das kann ich gar nicht. Aber das blendet ihr ja eh ein, ne? Ich glaube, der hat einzig weggestrichen, glaube ich. Unser Manko war, dass wir oft das gleiche hatten. Glaube ich auch. Ja, wir waren oft beide zu klug. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Ja. Aber er hat mehr Lebenserfahrung, deswegen ist der Sieg schon in Ordnung. Ja, ich war öfter in Kirgisistan. Gut, hat Spaß gemacht, Tom. Danke dir. Herzlichen Glückwunsch. Weitermachen.